Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thomas von PlayerGaddon. Ja, das Update ist jetzt draußen und ich habe mir da gedacht, ich werde euch einfach mal die Update-Daten, Update, also alles, was im Update jetzt neu ist, vorlesen. Also das Update hat viel mit dem Clan zu tun. Die einzige Neuerung, die nichts mit dem Clan zu tun hat, ist die Kanonen Level 13. Aber ich werde euch das als erstes vorlesen. Clan-Level-Aufstiege. Clan-Erfahrungslevel. Verdiene Clan-EP im Clankrieg und steige mit deinem Clan-Level auf. Okay, das finde ich eigentlich relativ nice, denn hier die Clan-Vorteile, wenn man EP sammelt. Level 2. Wartezeit für Truppenanforderungen. 15 Minuten nur noch statt 20. Zusätzlicher Lagerplatz für Kriegsbeute. Ja, ist eigentlich in Ordnung. Jetzt Level 3. Spendenrückerstattung. 20%, ja, ist nice. Extra Beute, Kriegsbonus 10%. Level 4 Spendenlimit, zusätzlicher Lagerplatz für Kriegsbeute. 6 Truppen kann man dann spenden. Alter. Verbesserung gespendeter Truppen. Was? Also wenn man jetzt spendet auf Level 5, dann steigt das. Alter, Junge. Spendenrückerstattung 35% auf Level 6. Auf Level 7 Wartezeit für Truppenanforderungen nur noch 10 Minuten. Extra Kriegsbonus 20. Junge. Spendenlimit. Zusätzlicher Lagerplatz. Okay, es gibt bis jetzt nur 10 Level. Also man kann darauf schließen, dass in den nächsten Updates vielleicht neue Level freigeschaltet werden. Okay. Die Neuerung. Clan-Abzeichen sind jetzt mit Bannern versehen, auf denen der Clan-Level angezeigt wird. Okay. Anpassen. Cool. Also muss man schon sagen, da hat Supercell sich was Schönes für die Clans einfallen lassen. Also das Update hat wirklich nicht viel mit dem Spiel zu tun. Ja, mit dem Spiel schon, das heißt ja Clash of Clans, ne? Oh, man kann die sogar einfarbig machen, das ist nice. Und hier schaltet man welche frei. Verbessere deinen Clan auf Level 9, um diesen Gegenstand freizuschalten. Okay. Da können wir uns mal... Hallo David, morgen wieder zu... Ja... Max, also das können wir später regeln. Ja, die neueren. Höhere Clan-Level bringen dir mehr Vorteile, Ansehen, schickere Abzeichen und Banner ein. Ja, das haben wir gerade gelesen. Änderung der Spielebalance und weitere Verbesserungen. Kanonen Level 13 hauen richtig rein und können auch viel einstecken. Ja, ich glaube, so eine Kanone Level 13 werden wir uns gleich beim besten Spieler der Welt ansehen. Heiler lösen keine Luftabwehrfallen mehr aus. Halte dich einfach von der Luftabwehr fern. Okay. Ich glaube, damit will Supercell die Heiler etwas beliebter machen, da die nicht oft benutzt werden und da die jetzt nicht durch die Luftbomben getroffen werden können, werden die wahrscheinlich öfters benutzt. Der Einsatz von Truppen aus deiner Clanburg wird beim Antippen von Hindernissen nicht mehr verhindert. Wurde das mal verhindert? Ist mir nie aufgefallen, egal. Teilnahme am Clankrieg, Auswahl möglich. Ja, das fand ich jetzt wirklich am geilsten. Wenn man jetzt da, Info. Da sieht man ja auch übrigens mein Rathauslevel und so eine kleine Preview. Das kann bei Besuchen ein Vorteil sein. Genau, Besuche für alle, die ich gesagt habe, die werde ich besuchen. Die werden in der nächsten Folge besucht, da ich heute nicht so viel Zeit habe, da ich für die Englischarbeit lernen musste, die wir am Donnerstag schreiben. Ihr werdet das Video Mittwoch sehen und ich nehme wieder Dienstagabend auf, 7:30. Und ja, nächste Woche 3 Arbeiten, das ist etwas stressig und da können die Videos etwas kürzer werden. Also habt bitte ein bisschen Verständnis. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, also die Preview jetzt so in dem Profil ist richtig geil. Da kann man auch direkt zu meinem Clan gehen, okay. Da kann man auch gucken, wer nicht am Clankrieg teilnimmt. Na dann. Ja, weiter vorlesen, würde ich mal sagen. Okay, ich wollte euch ja erstmal zeigen, wie die Kanone auf Level 13 aussieht. Susalima. Wahrscheinlich hat er wahrscheinlich schon gejammt. Nee, er wird die gerade. Ja, einer hat er sich gejammt. So sehen die Kanonen auf Level 13 aus. Finde ich eigentlich in Ordnung. Ich finde die jetzt nicht so oberpornös, aber die sehen schick aus. Wie viel Damage machen die? 98. Nicht schlecht. Ein Tesla auf 8 macht immer noch mehr Damage, aber. Boah. Also 98, das ist nicht von schlechten Eltern. Das würde ich nicht von schlechten Eltern. Stärker dein Clan mit Clan-Vorteilen. Du kannst Truppen häufiger anfordern und mehr Truppen auf einmal spenden. Haben wir gerade gesehen. Es gibt jetzt Rückerstattung und eine automatische Verbesserung für gespendete Truppen. Das haben wir auch gesehen. Stärkere deinen Beutebonus im Clankrieg, um mehr in deiner Clanburg zu lagern. Das haben wir auch gesehen. Clan-Vorteile werden automatisch freigeschaltet. Mit jedem Levelaufstieg gibt es bessere Vorteile.
Joa. Clan-Zeichen-Editor. Wähle Musterhintergrund und Rand und erstelle dein Clan-Abzeichen. Steuere Clan-Level auf, um besondere Ränder für dein Clan-Abzeichen freizuschalten. Boah, ist eigentlich nice, ne? Ich würde auch sagen, wir werden jetzt einen ganz kleinen Bartsch-Angriff machen, da ich ein bisschen Mauern fahren muss. Moment mal, ich will gerade kurz mal gucken, wie viele Mauern ich schon habe. 46 plus 44 macht 90. 90 Mauern habe ich schon verbessert, macht nur noch 160, die ich verbessern muss, mindestens auf 8. Upsi, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Alter! Mein Aufnahmeprogramm spinnt ein bisschen rum. Ja, ich habe mir vorgenommen, vor Level 100 noch alle Mauern auf 8 zu bringen. Wird hart, aber machbar. Okay, ich würde sagen, ich werde die Gegnersuche wie immer bespringen. Also bis gleich. Ja, hier haben wir einen Gegner. Ist zwar nicht der oberpornöse Loot, aber was man mitnehmen kann, kann man mitnehmen. Da muss man auch nicht alle Truppen setzen. Denn Pokale sind mir im Moment ein bisschen Schnuppe. Aber 11.000 Beutebonus ist nicht viel, aber ist schon was, ist schon was. Das ist hier keine starke Base, wie man sieht. Level 4, sogar Level 3er Mauern mit Ratus Level 8 ist ein bisschen schwach. Ein bisschen sehr schwach. Also gestern Abend habe ich ja ein bisschen gefarmt, aber ohne Boost. Da muss ich schon sagen, der Loot war echt pornös. Immer wenn der Loot pornös ist, kann ich nicht online kommen, da ich nicht viel Zeit habe. Aber ja, ich wollte das nicht öffnen, aber egal. Das Leben ist kein Wunschkonzert, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und im Übrigen, vielen Dank für 150 Abonnenten. Also wir rücken den 200 Abonnenten-Special immer näher. Und ich kann euch schon versprechen, ihr werdet euch darauf freuen. Auf jeden Fall. Komm, wir holen uns heute die 100%. Denn diesmal habt ihr auch was davon. Also ich will keins nicht spoilern, aber ihr könnt euch ja schon denken, was es wird. Oh ja. Im Übrigen, bei FIFA, ich bereue es, dass ich nicht aufgenommen habe. Ich habe Robben gezogen, ja. 1,6 Millionen hat der Kleine mir gebracht. Egal, aber das werde ich euch in der nächsten FIFA-Folge sagen und was ich von den Coins gemacht habe. Wow, 100% müssen wir eigentlich hinbekommen. Gleich können wir den Barbarenkönig zünden. Jetzt zünden wir den einfach und jetzt die Bogenschützenkönigin. Ne, die zünden wir nicht, aber die macht ein bisschen Damage. Also mein Ziel im Moment, Mauern hoch und die Könige, also dunkles Elixier farmen. Und die Bogenschützenkönigin hat sich wieder mit Mauern angefreundet vorhin gerade. Ja, ja, jetzt, wo ich das sagen wollte, ist sie natürlich weggegangen. Jetzt werden wir sie boosten, da ja keine Verteidigungsgebäude mehr da sind, außer der Barbarenkönig, der gegnerische. Jetzt springt er über die Mauern. Aber er ist down gegangen. Und ja, da ist nur noch der Altar des Barbarenkönigs. Und schon haben wir 100%. 95k Gold, 103k Elixier plus 11k Beutebonus. Ich kann damit leben, ich kann damit leben. So. Okay, ich würde auch sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch euch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und für alle, die ich versprochen habe, dass ich die besuche, heute nicht. Erst sehen wir wieder in der nächsten Folge, da ich nicht so viel Zeit da habe. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.